Wird das funktionieren? Also, das wird. In der Nähe gibt es eine Löffellisten-Herausforderung. Soll ich für Sie eine Route dahin festlegen? Warum hat er mir jetzt 6 Rangetriebe?
schon Rappen machen. Heeft de Indies en alles.
gut. Ah, und da kann man noch ein bisschen was gemacht werden. Also klar, ich genau den Bauern bitte. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Eigentlich gar nicht. Ich spiele gerade auf der ersten Xbox und muss sagen, die Ruckler, die drinnen sind, die kommen jetzt vom Streamen. Aber ansonsten hat das eigentlich gar keine Probleme. Am Anfang waren mal ein paar, aber mittlerweile gar nicht mehr.
Komm, du mit deinem scheiß Elise. Also ich kann dir sagen, dass es auf PC genauso läuft wie auf dem Dings, wenn dein Rechner genügend Leistung hat. Das sind dann meistens die Leute, die keine Leistung in ihren PCs haben und rumjammern. Weil ich könnte jetzt genauso gut das auf dem PC installieren über das Anyplay und dann würde es genauso laufen. Weißt du? Every single one of you in this lobby, especially that Crown Victoria, bro, you guys are all trash. Like, this lobby is cool. Fucking amateur lobby. Und von wegen, wenn es gar nicht mehr laufen will oder starten will, das ist ganz einfach, diese Store-App, die hat ein Problem, da installierst du irgendwas aus dem Store, dann funktioniert das wieder. Bloß das raffen die meisten nicht. Das steht sogar so als Fehlerlösung im Microsoft Store drinne. So, aber ich werde jetzt kurz mal ein anderes Auto mehr oder so besorgen. Das ist noch nicht gerade das Beste zum Fahren. So, mal hin. Da wollen wir hin.
Dann gucken wir doch mal, was das 45 wird. Achso. Oh, schauen wir doch mal, was wir findet haben. Den aufzubauen hätte ich ja schon mal wieder Lust. Auf jeden Fall Motorradmotor. Felgen sind relativ egal. Wie viel würde das draufhauen? 25. Ja, 86 weg. Machen wir die zweite Stufe ran, dann passt das. Oh! Gucken, wie kommen. Ja, gut, dann wird es nicht der Motor. Sechs. Ja, dann müssen wir wohl bei denen bleiben. Ich hoffe, dass man da ein bisschen mehr rauskriegt. Reicht nicht. Also schwächer Motor. Ja. Und den auf Brezeln. Auf 900er Grenze. So. Na, gucken wir doch mal, was so ein kleiner Fiat bringt. Ach, hoffentlich schickt er die Ohren jetzt nicht. Aber das geht noch. Niedrige Tempos weg.
Ach du Scheiße, ist die hoch. Hätte er echt auf mir getan oder was? Alter, der hat einen kurzen Bremsweg, ja. Gut. Und immer A. Schon nicht viel Wind, aber gut. Ich bin auf lange Schießen. Na komm, mach den ja mit einem Lade. Ah. Thank you.
Hi, Beppo. Na, alles gut bei dir? Oh, dann gucken wir doch mal. Im so einem Raptor sieht das aus wie ein Spielzeugauto. Ja, bei mir ist auch alles okay. Alter, da muss ich jetzt richtig aufpassen, wa? Siehst ja, ich habe ein bisschen Langeweile und fahre jetzt mit sinnlosen Wagen in Klassen, wo man die eigentlich nicht fahren sollte. Und wo holen denn noch sogar Leute? Denn ist ja gar nichts. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, das wird noch ein richtiges Massaker, wenn die mich immer ordentlich erwischen, fliege ich einen Kilometer. Aber macht man ja das für Spaß, ne? Aber von der Beschleunigung her in den ersten paar Gängen müsste ich besser sein wie die. Weil mein Wagen weniger wiegt. Das sieht man auch selten. Ein Fiat 500 in einem Rennen neben einem GTR. Wenn ich in der Bremse gehe, steht er schon innerhalb von einem Meter. Ist das bösartig. Ja, war mies. Mit der Leistung kommt der Wagen auch nicht klar. Der wiegt so wenig, dass wenn er eine Bremsen geht, nur rutschen tut. Wenn er irgendwie am Rutschen ist vorher. Alter, auf die Schwanken. Ja gut, dass das ein Teamrennen ist und auch was hier gelesen ist.
in dem Auto würde ich im Real Life nicht gerne 200 fahren müssen. Aber die müssten echt mal lernen, was Balancing ist. Wenn ein Auto 900 hat, dass er auch hinterherkommt hinter anderen 900er. Alles erlaubt ist doof. Naja. Was nehmen wir denn für ein Auto? Irgendwas, was richtig schön überall ankommt. Und am besten noch eine 800er Wertung hat. Bleib mal bei dem. Warum soll ich das kaufen? Egal. Nimm halt eins der schwächsten Autos im Spiel. Nee, darum geht's ja. Man muss keine Chance haben, man muss die Karre einfach nur immer durchs Ziel kriegen. Bei der Karre wird's genauso sein. Nur, dass sie halt im Geländerennen besser dran ist. Stimmt, wir haben ja Linksverkehr. Da habe ich natürlich genau den Baum in den richtigen Held. Aber lustig an dem Wagen sind die Rücksitze. Da kommt richtig Cabrio-Feeling oft an. Ich frage mich zwar mal noch, wo da eine Kurve war, aber okay. Ich dachte, das ist ja eine Kurve.
mich. Ich stelle hier Sprung, wenn man aber so nicht springen kann. In 200 Metern links abbiegen. Das hättest du mal früher sagen können. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, schauen wir doch mal. Drei Jahre später. Und wenn sie nicht gestorben sind, sehen sie sie den Ladescreen noch heute. Oh. Wir senden die größten Sommerhits in ganz Australien. Ja gut, ich habe perfekt Auto für. Aus.
Mucke, du hier heizt, da läuft. Ach ja. Ich sollte das Spiel echt mal wieder mehr spielen, dann kann ich nicht so überfahren. Ja gut, dass ich dann noch in der letzten Sekunde rübergekommen bin anscheinend. Sein kann. Oh, wie niedlich, dass wir überkommen können. Und jetzt regnet das. Kauft man nicht beim Rennen. Das ist ziemlich daneben. Oho. Wobei, wenn wir beginnen, habe ich dann Regen bessere Chancen.
Ist das jetzt dein Ernst? Den habe ich doch mitgenommen mit dem Hack. Alter. Das sind die komischen Scheißdinger da. Übrigens haben wir so ein Gürtel nicht mehr. Ja, ich spiele gerade online. Hab das Spiel aber auch Ewigkeiten nicht mehr wirklich gespielt, daher erstmal wieder dran gewöhnen. Aber ich werde gleich mal ein Online-Free-Room-Game. Mal gucken, was da los ist. Oho. Also erstmal so zurück. Und ja, doch ein Corona dann. Kurz nach links fahren, wenn man schön das Auto rausholen. Wobei, die ist davon, das Vorsatzton ist. Ich glaube, da wird schon. Ja, hab das Auto schon. Na gut.
So, dann gucken wir doch mal, was wir fahren. Ach, da waren doch die hohen Klassen. Mal hier ein Tador. So wenig auf der X-Klasse, Alter. Könnte man den nicht so umbauen? Warum hat der restliche Felgen gehabt? Da gibt es bestimmt noch einen anderen GTR. Ach, das schon nachher steller schon. Ist denn normal, die Black Edition? Okay, dann gucken wir doch mal, wo wir die haben. Ups. Warum hat die auch so schwule Felgen? Ich wollte das sagen, das geht doch, dass man die umbaut, die Karre. Bleiben. Aber Felgen müssen auf jeden Fall andere drauf. Müssten hier mit drin gewesen sein. Nicht? Das sind die doch beim letzten bei. Ach da. Einen Reifen hat er jetzt schon. Breitesten Reifen anscheinend auch. Ja gut, setzen wir einfach mal einen Rocket Bunny nach oben. Wenn man es kann, ne? So. Und dann gucken wir doch mal, ob wir ein passendes Design kriegen. Ah, die ganzen Lackierungen. Vielleicht haben sie ja das, was mir auf der Showreihe gefallen hat letztens.
sind die ja hier so schnell bei, wenn man irgendwo sowas sieht, dass sie drinnen haben. Hey, wir machen das Pummel auf das Auto. Das Spiel sich verabschiedet. Wobei, wenn das sich verabschiedet hat, könnten wir eigentlich mal was anderes spielen. Warte, muss ich aber die CD kurz holen. Moment. So. Sonst das, wenn ihr startet, willst du mich verarschen? Ist doch installiert. Ja gut, dann spielen wir das nicht. Warum hat er das deinstalliert? Lassen. Was denn, dummer Mungo? Hab ich mich nicht installiert als Spiel? Ein Stück Crossout. Geht er noch? Wird schon das Spiel. Wunden noch gehen, wenn man da auch so viel steht gerade. Okay, das hört sich lustig an.
denn das Fußballding? So, ohne raus. Ja gut, dass mein vorderer Reifen weg ist und der im Wagen überhaupt nicht juckt. Alter, komm doch mal klar.
Ja gut, ich keine Reifen mehr habe. Alter, diese dummen Scheißkinder. Hallo, Boss. Geh mir auf den. Solange mein Geschütz funktioniert und die Gegner da ankommen, warum soll ich mich zerstören? Ist doch kontraproduktiv.
Aber zum Schießen musst du dich nicht bewegen. Die kommen zu dir. Ja, wie gesagt, solange ich da stehe und die Gegner kommen, brauche ich mich doch nicht zerstören. Lohnt sich doch nicht. Schön, dass sie da zeigen, dass da was ist, aber nicht wie. Ach du Scheiße, sind das der Gegner. Was ist denn hier für Oh Mann, das ist ein Held. So.
Die sind gut angebracht, hier Schütze bei ihnen. Der Wange hat man nach oben hauen. Kann er ja nichts treffen. Ach komm. Dann wechseln wir mal komplett auf den PC. Mal schauen, was wir da so haben. Weil wie spät haben wir denn? Na ja, gut, ich mache mir erstmal was zu essen und danach bin ich wieder online. Bis später oder so, ne?